Greta, die junge Umweltaktivistin. Natürlich ist es anzunehmen, dass sie gepusht wird, zum Teil vielleicht sogar gesteuert, was ihr ja nicht bewusst sein muss. Aber solche Aussagen im Hinblick auf, ich sag mal, Psychologie, Asperger-Autismus, High-Function-Autismus, hochbegabte Autisten. Ich meine, Autismus ist so ein Begriff, heute wird es Jugendlichen sehr häufig zugeschrieben, autistische Tendenzen zu haben. Kindern, Jugendlichen. Diese Tendenz nimmt tatsächlich auch zu, bedingt durch unsere gesellschaftliche Entwicklung, bedingt durch die Abtrennung von der Natur, von dem normalen Spiel. In der Natur, in der Welt da draußen, bedingt durch Computerspiele, Computerisierung, Technisierung, auch in der Schule, im Unterricht, all das. Aber High-Function-Autisten, diese hochbegabten Autisten, ein wirklich positiver Aspekt ist, dass sie in der Lage sind, sich vollkommen zu fokussieren, ihren Fokus ganz auf etwas auszurichten, dann eine unglaubliche Power, eine unglaubliche Kraft zu entwickeln, freizusetzen. Oder eben, es wird durch sie freigesetzt. Und dass sie auf den Spezialgebieten, die ihnen entsprechen, auch ein unglaubliches Wissen haben. Ich möchte einfach nur sagen, dass man einfach auch mal in gar keiner Weise schwarz-weiß denken sollte. Das wünsche ich mir in dieser Zeit für die Welt, für die Menschheit. Denn solche Menschen können tatsächlich auch Positives für die Menschheit hervorbringen. All die Erfinder, der zerstreute Professor. Gerade solche Menschen haben der Menschheit auch schon gute Dienste geleistet und haben Erfindungen hervorgebracht, die dienlich waren, die die Menschheit vorangebracht haben. Sind sie dann negativ genutzt worden? Das alte Lied, das kennt man ja. Oder eben Tesla. All die Erfinder, die zu Lebzeiten dann auch unterdrückt wurden, deren Erfindungen von den Lobbyisten zurückgehalten wurden. Ich wollte nur mal sagen, wenn jemand hochbegabter Autist ist, dieses Prädikat der Psychologie, ja, für ihn benannt wird, dann wäre es auch schön, wenn das nicht im Sinne einer Stigmatisierung erfolgt. Denn wie gesagt, solche Menschen haben Potenzial und bieten auch eine Chance. Und es gibt sie ja letztendlich nicht nur weltlich, ich sag mal auch in religiösen Kreisen. Wir reden hier nicht von Narzissmus, der ja leider vielen Führungskräften noch anhaftet heutzutage. In der Politik, weltlich, auch in manchen Glaubensgemeinschaften. Das ist was ganz anderes. Daraus erwächst mit Sicherheit kein Segen. Wenn doch mal, ja, dann ist das ein Wunder Gottes, sag ich mal.